Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Freitagsvlog. Wie ihr sehen könnt, es ist draußen noch relativ dunkel und es ist jetzt gerade erst am Dämmern. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich möchte heute einmal am Freitag pünktlich in der Tagesklinik sein. Deswegen ist heute alles ein bisschen früher und deswegen habe ich auch noch nichts gefilmt, weil es halt einfach nichts gebracht hätte, in einer halbdunklen Wohnung zu filmen, wo dann die Qualität ein bisschen mies aussieht. Bevor wir heute in den Tag starten, wollte ich euch mal wieder erzählen, was in dieser Woche alles passiert ist. Die war nämlich sehr, sehr aufwühlend und belastend für mich gewesen. Eine Woche begann damit, dass ich ein Einzel hatte und dort haben wir über meine Diagnose gesprochen. Ich bin ja in die Tagesklinik gekommen aufgrund von Antriebslosigkeit Richtung Burnout bis hin zu schwerer Depression. Und mittlerweile haben wir so herausgefunden in unseren ganzen Therapiegesprächen, dass diese Antriebslosigkeit und diese Depression wahrscheinlich nur ein Symptom ist von etwas, von einer anderen Diagnose. Also es ist bei mir kein alleinstehendes, wie soll ich sagen, Krankheitsbild, sondern es ist eher etwas, was verursacht wird, weil ich etwas anderes nicht verarbeitet habe in meinem Leben. Und das ist wahrscheinlich ein Trauma. In meinem Leben habe ich vieles durchstehen müssen, worüber ich noch nie auf YouTube gesprochen habe und wahrscheinlich auch nicht sprechen möchte. Fakt ist, dass mich das zurzeit halt sehr aufwühlt und betroffen macht, weil ich es halt über die Jahre hinweg sehr, sehr gut verdrängt habe. Und das hat wahrscheinlich auch zur Folge gehabt, dass ich nicht so gut mit Gefühlen kann, dass ich die zwar zeigen und benennen kann, aber irgendwie in mir drin spüre ich sie nicht so richtig oder kann sie anderen Leuten, die mir viel wert sind, nicht wirklich auf eine natürliche Art und Weise zeigen, sag ich mal. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Das war so das Hauptkernthema. Wir waren uns aber auch nicht sicher, ob zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung wirklich für mich als Diagnose stehen kann. Meine Therapeutin meinte, bei einem Posttrauma ist es eben so, zum Beispiel wie bei einem Autounfall. Dein Leben läuft die ganze Zeit geradlinig, es ist alles in Ordnung und plötzlich kommt dieser eine Unfall und bam, ist alles anders und du bekommst Angst vor Autos oder du kriegst Flashbacks, wenn du dich irgendwie komisch drehst mit dem Hals oder sowas. Und das ist ja bei mir nicht der Fall. Und dann hatte sie mich auf die Idee gebracht, dass es ja auch noch andere posttraumatische Veränderungen gibt, wenn man das über Jahre hinweg durchlebt hat oder durchleidet hat. Oder durchlitten hat. Ich glaube, durchlitten ist das richtige Wort. Und es gibt noch eine Diagnose, die nennt sich posttraumatische Verbitterungsstörung. Ich habe die bis zum Montag hin noch nie gehört, aber die ist schon sehr interessant. Da passen auf jeden Fall mehr Punkte und Kriterien auf mich zu, als so beim normalen Anführungsstrichen posttraumatischen Belastungserlebnis. Bei dieser Verbitterungsstörung ist nämlich der Unterschied, dass man als Person selbst dieses Erlebnis als herabwürdigend oder als ungerecht empfindet. In dieser Situation, ich habe da gemerkt, das ist nicht okay, was da mit mir passiert. Ich habe mir selbst nicht die Schuld gegeben und das ist halt das, was mich von vielen anderen unterscheidet, die sich dafür selbst die Schuld geben und daher mit ihrem Selbstwert ein Problem haben. Ich habe diese Schuldfrage nicht, aber ich leide eben trotzdem drunter. Aber das verändert natürlich auch wieder die ganzen Problematiken. Die Woche ging bei mir auch so weiter. Ich hatte dann zum ersten Mal eine Therapieeinheit, die ich als Traumatherapie hier an dieser Stelle betiteln würde. Eigentlich ist es Körpertherapie, aber es hat sich eher ums Trauma gehandelt. Dort haben wir auch nochmal geguckt, wie sieht's eigentlich mit mir, mit meinem inneren Kind aus. Das ist auch so ein Begriff, den ich eigentlich nicht so mag, aber ich habe mich einfach mal drauf eingelassen und es sind wieder die Tränen geflossen bei mir. I went down to the city. With a suitcase in my hand, looking for a better deal, I'm trying to find myself a plan. Roaming round the streets, filling up some useless time. And if I'd seen her then and there, I would have asked her to be mine. Ooh, something to talk about. About. I'm going home alone.
Wir sind wieder zu Hause. Es war heute in der Tagesklinik sehr schön gewesen und auch ja, erkenntnisreich. Es tat mir sehr gut, mit der Gruppe heute durch den Herbstpark zu laufen, so nenne ich es mal. Es ist einfach so schön, so diese ganzen Blätter. Ich glaube, es ist gerade die eine perfekte Herbstwoche, wo es halt ja so goldene Herbstfeeling mäßig, wo alle Blätter einfach schön aussehen, ganz egal, ob sie noch am Baum hängen oder schon auf dem Boden liegen, wo die ganze Natur einfach so wunderschön aussieht. Und vor allem ist es in dieser Woche auch noch recht warm. Nächste Woche soll es ja wieder kälter werden. Es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen von meinen Sorgen weggebracht. Aber ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt holt mich das so ein bisschen ein. Ich glaube, ich habe es heute schon mal gesagt, dass ich mich diese Woche eher labil fühle. Also nicht so wirklich stark und energetisch, sondern eher so von der Grundstimmung her traurig bin. Und ich hatte vorhin auch wieder so eine blöde Nachricht bekommen. Ich hatte ja eigentlich für diese Wohnung schon einen Nachmieter gefunden gehabt, die mir vor 3 Wochen auch fest zugesagt haben, dass sie die Wohnung wollen, haben mir auch schon sämtliche Unterlagen geschickt, die ich an die Hausverwaltung weitergeschickt habe. Ja, und die sind mir heute halt abgesprungen und ich finde das halt extrem frech, weil es sind jetzt 3 Wochen vergangen, wo sie sich halt nicht gemeldet haben, beziehungsweise wir standen ja im regen Austausch eigentlich. Aber es hieß immer, ja, wir nehmen die Wohnung und wir freuen uns und die ist so schön und die Möbel und bla bla bla. Ihr kennt das ja vielleicht selber so. Und es war halt eigentlich schon so in Sack und Tüten gewesen. Es hat halt bloß noch der Vertrag von der Hausverwaltung gefehlt. Ja, und jetzt haben sie mir heute geschrieben, dass sie die Wohnung doch nicht nehmen. Und ich denke mir, toll, ich möchte in 4 Wochen umziehen und jetzt muss ich wieder jemanden suchen, der die Wohnung nehmen möchte. Ich meine, das ist nicht so das Problem. Es ist eher so diese ganze Arbeit, die damit verbunden ist, dass ich halt ja wieder Leute hierher einladen muss. Dann muss ich die Wohnung auf Hochglanz putzen, weil du willst ja auch niemandem eine dreckige Bude vorzeigen. Dann musst du natürlich wieder viel Zeit von dir in Anspruch nehmen, um die Leute hier herumzuführen. Du musst Nachrichten beantworten. Du musst dann wieder mit der Hausverwaltung fragen, ob der zukünftige oder die zukünftige Nachmieterin ja dafür geeignet ist, dass sie praktisch hier wohnen darf. Und das ist einfach so viel Stress, wo ich mir denke, Mann, ich möchte einfach mal nur einen Tag oder eine Woche mal meine Ruhe haben, wo alles glatt läuft, wo nicht wirklich was passiert, wo man einfach mal nach Hause kommen kann und für sich sein kann. Aber das schaffe ich anscheinend in meinem Leben nicht. Naja, ich wollte mich heute eigentlich auch mit Celina treffen, aber sie hat mir vorhin auch leider abgesagt, weil es ihr nicht so gut geht, was auch okay ist, dass sie sich dann besser nicht mit mir trifft. Aber jetzt sitze ich irgendwie hier und denke mir, was machst du jetzt mit dem Tag? Draußen ist schönes Wetter, spazieren warst du schon. Und wieder ist ein Tag geschafft. Mir geht es mittlerweile wieder ein bisschen besser. Ich habe mich vorhin noch mal hingelegt und dann mich abgelenkt mit ein paar Haushaltstätigkeiten. Und ja, jetzt sitze ich hier und werde gleich noch mit Wally rausgehen. Und dann ist der Tag eigentlich auch geschafft. Ich freue mich sehr auf morgen. Morgen hole ich mein Treffen mit Celina nach und ich treffe mich auch noch mal mit Diana. Und dann wollen wir ein paar Fotos machen. Ich bin sehr gespannt, wie die so werden. Und ja, ich freue mich einfach auf morgen und ich blicke dennoch ein bisschen hoffnungsvoller jetzt in die Zukunft. Also die Wohnung werde ich ja so oder so los. Muss ich jetzt eben einen sauren Apfel beißen und
ja, nochmal die Wohnung neu ausschreiben oder zumindest die anschreiben, die vielleicht schon mal hier gewesen sind und die eigentlich Interesse bekundet hatten. Mal sehen. Vielleicht wird es ja gar nicht so anstrengend, wie ich es mir wieder ausgemalt habe. Ich versuche einfach jetzt positiv zu bleiben und mir nicht so einen Kopf drum zu machen. Es wird auf jeden Fall werden. Hier habe ich noch was anderes liegen. Das ist der neue Mietvertrag bzw. der Mietvertrag für meine neue Wohnung. Den werde ich heute auch noch fertig machen, damit er dann gleich wieder auf die Reise kann. Dann ist wenigstens das schon mal so fertig, dass ich einen Haken hinter machen kann. Dann habe ich wenigstens meine neue Wohnung schon mal sicher und kann auch beginnen, mich überall umzumelden und auch so einen Postnachsendeantrag zu stellen und alles. Ja, und ich hoffe, irgendwann kehrt dann wirklich mal Ruhe ein. Und ich denke, ich bin gerade wirklich so am Überlegen. Es ist so ein stressiges Jahr. Ich meine, ich muss ja jetzt im November noch alles, also mein Zimmer wieder untervermieten und ich bin komplett ausgebucht. Also ich habe die ganze Zeit wieder Gäste hier, was natürlich auch mega stressig ist, aber auch schön, wenn man dann wieder no neue Leute kennenlernt. Dann im Dezember werde ich die ganze Zeit beschäftigt sein mit der Wohnung und mit Vlogmas und mit Ankommen. Und ich bin zurzeit wirklich so am Überlegen, dass ich mir denke, ich glaube, im Januar fahre ich endlich mal in Urlaub mit Wally zum ersten Mal. Also, ich bin der Meinung, ich habe mir das verdient. Es ist natürlich noch eine Kostenfrage. Kann ich mir das leisten und wo will ich überhaupt hin? Und ja, aber darum mache ich mir noch keine Gedanken. Ich finde es erstmal nur schön, diesen Gedanken, mir etwas zu erlauben, mir etwas gönnen zu dürfen, nach all der Zeit, nach all den Kräften, die ich hier mobilisieren musste. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Ich hoffe, ihr seid nächsten Freitag auch wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bye bye.